Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo miteinander, heute gucken wir uns mal das Induktionsgesetz an. Scheinbar wurde das 100 Jahre lang falsch verstanden. Und zwar, jeder kennt es ja oder hat es bestimmt schon gelesen, dass bei einer Änderung der magnetischen Flussdichte, ne? Wo steht da was von Spannung? Wir gucken uns das jetzt mal die Formel an. Ich habe die Formel jetzt schon mal in ChatGPT kopiert, um das ein bisschen klarer zu machen. Und zwar, möchtest du mehr über den magnetischen Fluss, blablablub, und habe ich halt, also hier die Formel kopiert von Wikipedia, ne? Das ist die Formel. Und eine Beispielrechnung mit Einheiten hat sie uns dann hier ausgerechnet und wir kommen auf den magnetischen Fluss Weber. Bei dem magnetischen Fluss Weber, ein Weber ist gleich, ihr habt da die Einheit, ne? Oder eine Voltsekunde. Aber hier in der Einheit seht ihr, es ist keine Volt angegeben. Auch bei der Einheit Tesla haben wir eine ähnliche Formel, sage ich mal, aber auch wieder ohne die Einheit Volt. Das bedeutet, dass wir zum Induzieren keinerlei Spannung benötigen, sondern die Spannung ist das Resultat. Es ist nur eine magnetische Änderung nötig, um Spannung zu erzeugen. Ne? Wir können jetzt nochmal zusammen ChatGPT fragen, beziehungsweise hier weitermachen. Ich sehe, ich habe das hier wieder gefälscht oder was. Ich frage jetzt einfach mal, kommt keine Spannung vor? Richtig. In der Formel für den magnetischen Fluss kommt keine Spannung vor. Die Spannung wird jedoch wichtig, wenn wir die Induktion betrachten. Nach Faradays Gesetz der elektromagnetischen Induktion, bla bla bla. Hier beschreibt U die induzierte Spannung, die sich aus der Änderung des magnetischen Flusses über die Zeit ergibt. Möchtest du noch mehr wissen? Nee, danke, ich weiß es. Ich hab's kapiert. Also, ChatGPT, oder wenn ihr selber mal nachdenkt und lest, steht hier eben, dass keinerlei Spannung nötig ist, um Induktion zu machen. Hier ist nur die Rede von Stromfluss, ne? Gut, das war's erstmal als für den ersten Teil. Also die Induktion ist 100 Jahre lang falsch verstanden worden. Ich lade euch dann noch ein Video hoch, wo ich auch eine Anwendung gefunden habe. Und zwar ist der, oder wo ich das erste Mal gesehen habe, Loving and Giving Part von Rick Friedrich oder beziehungsweise John Bedini. Und danach gucken wir uns dann nochmal ein paar andere Sachen an, weil das natürlich erhebliche Konsequenzen hat, gerade bei einem Transformator. Ne? Gut, das war's. Tschüssi.